Guten Abend. Schön, dass ihr hier seid. Macht es euch gemütlich. Vor dem Kamin ist noch jede Menge Platz. Ich möchte euch heute ein paar kleine Geschichten erzählen. Geschichten, die sich in der Geschichte ereignet haben. Geschichte ereignet sich ja jeden Tag, ob wir es mitbekommen oder nicht. Kleine und große Ereignisse bestimmen den Verlauf der Zeit. Tag für Tag. Und auch die Weihnachtstage machen da keine Ausnahme. Nehmen wir doch einmal den 24. Dezember. Wie an jedem Tag sind auch hier die Menschen zur Welt gekommen, die einmal berühmt werden sollten. Der Geschäftsmann und Erfinder Howard Hughes zum Beispiel. AutorInnen wie Fritz Leiber, Mary Higgins Clark und Mark Millar. Oder die Schauspielerin Ava Gardner. Und es sind auch bekannte Persönlichkeiten aus dem Leben geschieden. So die Comicschaffenden Gardner Fox und Peo. Und manche Ereignisse haben einen direkten Bezug zu Weihnachten und andere sind vollkommen unabhängig. So hat zum Beispiel 1777 James Cook die Insel Kiritimati entdeckt und zur Feier des Tages Weihnachtsinsel genannt. Der Begriff Entdeckung ist in diesem Fall nicht ganz so falsch wie bei den meisten Entdeckungen dieser Zeit, weil die Insel damals tatsächlich unbewohnt war. Cook und seine Mannschaft haben die Feiertage auf der Insel verbracht. 1818 wurde in Österreich das Lied Stille Nachtuhr aufgeführt. Und 1913 kam es zum Italian Hall Disaster in Kalumah, Michigan, während einer Weihnachtsfeier für Minenarbeiter. In dem überfüllten Gebäude rief plötzlich jemand Feuer und es kam zu einer Massenpanik, bei der 73 Menschen starben, darunter 59 Kinder. Da sich die Türen nur nach innen öffnen ließen, gab es kein Entkommen aus dem Gedränge. Es gab kein Feuer. Aber ich möchte euch nun von einer Weihnachtsfeier aus dem Jahr 1826 erzählen. Auch hier verlief es wohl nicht ganz so wie geplant, aber die Auswirkungen waren weniger katastrophal. Der Ort? West Point, New York. Die renommierte amerikanische Militärakademie. Der Besitz und der Konsum von Alkohol waren von jeher an der Akademie verboten. Doch wie es halt immer so mit verboten ist, man hält sich halt nicht immer dran. In diesem Jahr gab es unter den Vorgesetzten Bedenken über den tatsächlichen Alkoholkonsum und so wurde entschieden, dass in diesem Jahr zu Weihnachten auch der traditionelle Eggnog alkoholfrei sein sollte. Eggnog ist ein traditionelles Getränk aus Milch, Zucker, Eiern, dem oft auch Alkohol wie Brandy, Rum oder Whisky zugesetzt wird. Diese Entscheidung stieß dann bei einigen der 260 Kadetten auf wenig Gegenliebe und so kam es in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember dazu, dass einige Verschwörer Alkohol in die Akademie schmuggelten. Sie hatten eine halbe Gallone Whisky geplant als Grundlage für den Eggnog und zu diesem Zeitpunkt hatten sie sogar den diensthabenden Wachmann auf ihre Seite gezogen. Heimlich wurden nun mehreren Fuhren Fässer über den Hudson River geschafft und in der Nordbaracke versteckt. Hier sollte die Party dann steigen. Aus der halben Gallone Whisky wurden im Laufe der Nacht 2 Gallonen. Zusätzlich kam noch eine Gallone Rum hinzu. Eine Gallone sind etwas weniger als 4 Liter. Der nächste Tag verlief dann ohne größere Zwischenfälle. Es gab den üblichen Alltag an der Akademie und schon kleinere Feiern. Und so fiel es dann auch nicht auf, dass einige Kadetten Essen aus der Messehalle entwendeten. Am Abend des 24. Dezember begannen dann mehrere Feiern in der Nordbaracke, die die ganze Nacht andauerten. Ursprünglich von 9 Kadetten gestartet, wuchs die Anzahl der Teilnehmer langsam aber stetig und natürlich wurden auch die Verantwortlichen langsam darauf aufmerksam. Als sich der Ausbilder Ethan Allen Hitchcock den Feiernden in den Weg stellte, begann die Situation zu eskalieren. In der Zwischenzeit wurde übrigens noch mehr Alkohol besorgt. Die Verantwortlichen begannen nun in den frühen Morgenstunden des 25. Dezember die ausufernde Party aufzulösen. Oder sie versuchten es zumindest. Kadetten wurden verhaftet und in die Arrestzellen gebracht, wo sie ihren Rausch ausschlafen sollten, doch in der Nordbaracke war die Situation längst eskaliert. Es kam zu einer offenen Meuterei mit gewaltsamen Ausschreitungen. Möbel und Fenster gingen zu Bruch und selbst ein paar Schüsse fielen, aber zum Glück wurde niemand verletzt. Es dauerte Stunden, bis die Aufständigen endlich aufgaben. Die Ermittlungen dieser Sache dauerten bis zum Mai des nächsten Jahres und zeigten, dass über 70 Kadetten an der wilden Party beteiligt waren. 20 davon wurden vor ein Militärgericht gestellt und einige wurden unheerendhaft entlassen. Zu den Beteiligten gehörten 2 spätere Generäle der konföderierten Armee, ein späterer Richter am obersten Bundesgericht und der spätere amerikanische Präsident Jefferson Davis. Das Ereignis ging als Eggnog Riot oder auch als die Grogmeuterei in die Geschichte ein. Tja, auch damals konnte man schon gut feiern.
Und wir sind ja jetzt auch schon am 25. Dezember angelangt. Und natürlich gibt es auch hier einige nennenswerte Geburtstage. Zum Beispiel die SchauspielerInnen CCH Pounder, Sissy Spacek und Hannah Schygulla. An diesem Tag im Jahr 1968 gelang es Apollo 8 als erster bemannter Raummission den Erdorbit zu verlassen und den Mond zu umkreisen. Aber es gab auch noch ein anderes kosmisches Event. Nicht ganz der Weihnachtsstern, aber fast. Der Himmel und seine Objekte haben die Menschen seit Anbeginn der Zeiten fasziniert. Besonders interessant wird es dann, wenn etwas Außergewöhnliches passiert. Und der 1P Halley, besser bekannt als der Halley'sche Komet, ist definitiv etwas Besonderes. Das erste Mal wurde dieser Komet wohl schon in der prähistorischen Zeit gesehen, aber erst der britische Astronom Edmund Halley entdeckte 1720, dass die periodisch immer wieder auftauchende Erzählung über ein besonders helles Himmelsobjekt wohl ein und denselben Kometen beschrieben. Halley sagte das erneute Erscheinen für 1758 voraus und er sollte Recht behalten. Am 25. Dezember erhellte der Komet den Nachthimmel. Halley selbst erlebte das nicht mehr mit, da er bereits 16 Jahre zuvor verstorben war. Aber um ihn zu ehren, erhielt der Komet seinen Namen. Im Jahr 1910 sorgte der Komet übrigens für einen Run auf Gasmasken, da Astronomen in seinem Schweif Blausäure nachweisen konnten. Da die Erde durch den Schweif ziehen würde, gerieten die Menschen in Panik. Auf die Forscher hörte keiner. Denen war nämlich vollkommen klar, dass die Säure durch die Erdatmosphäre überhaupt keine Gefahr darstellen würde. Auch das Leben des berühmten Schriftstellers Mark Twain hängt mit dem Kometen zusammen. Er wurde nach dem Auftauchen 1835 geboren und starb 1910, nur einen Tag nach seiner erneuten Sichtung. Das nächste Mal wird der Komet uns übrigens im Jahr 2061 besuchen. Kommen wir nun zum zweiten Weihnachtstag. Am 26. Dezember erblickten unter anderem Jared Leto und der Metallica-Drummer Lars Ulrich das Licht der Welt. Und am 26. Dezember 1862 traten die ersten vier Krankenschwestern ihren Dienst auf der USS Red Rover an. Sie waren die ersten Frauen überhaupt in der US-Armee. 1898 gaben Marie und Pierre Curie die Isolation von Radium bekannt. Und 1963 veröffentlichten die Beatles I Wanna Hold Your Hand. Und damit lösten sie in den Vereinigten Staaten und weltweit endgültig die Beatlemania aus. Aber das sind alles keine so richtig weihnachtlichen Geschichten. Ich denke, wir sollten heute mit einem wirklichen Weihnachtswunder enden. Einer Geschichte, die viele von euch bestimmt schon einmal gehört haben. Wir schreiben das Jahr 1914. In Europa tobt der große Krieg, der später als Erster Weltkrieg bekannt werden sollte. Auch wenn der Krieg erst ein paar Monate ging, waren die Kämpfe bereits festgefahren und der Grabenkrieg forderte viele Opfer. Gleichzeitig brachte er auch kaum Fortschritte. Was wirklich am 24. Dezember 1914 geschah, ist heute kaum zu rekonstruieren. Die Erzählungen werden oft romantisch verklärt wiedergegeben und das liegt vielleicht auch daran, dass Menschen inmitten aller Hoffnungslosigkeit ein bisschen den Glauben an Wunder brauchen. Aber die Geschichte erzählt sich so. An der Westfront in Flandern lagen die deutschen und britischen Truppen in ihren Gräben gegenüber. Man war auf allen Seiten siegessicher in den Krieg gezogen, mit dem Versprechen an Weihnachten wieder zu Hause zu sein. Doch nach den monatelangen Schlachten war mittlerweile Ernüchterung eingekehrt. Die deutschen und die britischen Truppen hatten aus der Heimat Geschenkpakete erhalten, mit Lebensmitteln, Zigaretten und Briefen. Die Briten erhielten eine Grußkarte von Prinzessin Mary, die oberste Heeresleitung der Deutschen verschickte sogar zehntausende Weihnachtsbäume an die Front. Da ohnehin eine Munitionsknappheit herrschte und die Kämpfe im Winter, also zumindest in diesem Jahr, noch weniger waren, kam es am 24. Dezember zu Gesprächen über die Schützengräben hinweg. Deutsche Soldaten warfen ihren britischen Feinden einen Schokoladenkuchen zu, den diese dankbar annahmen. Man einigte sich darauf, die Waffen schweigen zu lassen und lieber Weihnachtslieder zu singen. Erst sangen die Deutschen, dann die Briten. Kerzen und Weihnachtsbäume wurden aufgestellt. Auch am nächsten Tag blieb es an vielen Stellen der Front friedlich. Die Soldaten bargen und beerdigten ihre Toten. Es wurde gesungen und sogar von einem Fußballspiel im Niemandsland ist die Rede. Die Kommandanten auf beiden Seiten beobachteten das Treiben mit Argwohn, aber sie griffen nicht ein. Es gibt die Erzählung einer Gruppe sächsischer Soldaten, die ihre Gräben verlassen haben und dem Gegner zuriefen, "Don't shoot! We don't want to fight today! We will send you some beer!" Dann wurde ein Fass Bier in die Mitte des Niemandslandes gerollt, man prostete sich zu und zog sich wieder in die Gräben zurück. Am 26. Dezember hissten die britischen Soldaten eine Flagge, auf die sie Merry Christmas geschrieben hatten. Die Deutschen zogen eine Flagge auf der Thank You stand.
Dann salutierte man voreinander. Und dann ging der Krieg weiter. Diese Momente des Friedens gab es auch mit anderen Kriegsparteien, sowohl in Frankreich als auch an der Ostfront. Der Waffenstillstand dauerte meist nur kurze Zeit, an manchen Orten jedoch auch bis in die erste Januarwoche hinein. Ein Versuch, die Feuerpause im Jahr 1915 zu wiederholen, wurde von den Befehlshabern aber unterbunden. Ich hoffe, ihr hattet mit diesen Geschichten ein bisschen Spaß und seid gespannt, welche Ereignisse, groß und klein, an diesem Weihnachtsfest auf uns warten. Ob die Feiertage nun friedlich, kosmisch oder alkoholgetränkt sind, steht in den Sternen. Ich hoffe nur, sie werden so sein, wie ihr es euch wünscht. Frohes Fest und eine schöne Zeit.